Es ist mal wieder Zeit für die Jahreshauptversammlung von motoflop.de vom Community-Treffen. Und ja, da bin ich gerade auf dem Weg dahin und würde euch doch mal ein Stückchen mitnehmen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und wie gesagt zu einer neuen JHV. Ich bin im Moment auf der Anfahrt, mehr oder minder, weil ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen, sage ich mal. Und zwar findet die JHV ja dieses Jahr im Taubertal statt. Und das scheint wohl direkt vor der Haustür von unserem Dotzer zu sein. Und auf unserem Discord-Channel hat er irgendwann mal so gemeint, als der Duckstyle und GT Matze, Gummiend und so weiter angekündigt haben, dass sie sich halt für die Anfahrt wieder beim Duckstyle treffen, beim Thomas, meinte der Dotzer so, oh, da kann ich ja auch vorbeikommen, damit ich auch ein bisschen Anfahrt habe, weil der ja so nur 10 Minuten hat. Und wie gesagt, da hat es so einen kleinen Funken bei mir gemacht. Da dachte ich mir, eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Ich meine, ich habe zwar 200 Kilometer Anfahrt ungefähr gehabt, waren das doch, ja doch, 200 Kilometer müssten es fast gewesen sein. Und Thomas liegt für mich gerade in der anderen Richtung. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich mal richtig Urlaub gehabt an dem Tag schon, also auch schon davor, danach. Dachte ich mir, och, könnten wir ja mal machen. Und die Jungs haben ja letztes Jahr so schön auf mich gewartet irgendwo und haben mich dann doch noch mitgenommen. Dachte ich mir, revanchiere ich mich mal ein bisschen und komme auch mal dahin. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles so klappt. Ich habe so einigermaßen die Zeit getroffen, wo sie gemeint haben, sie treffen sich dann beim Thomas und ich hoffe mal, dass die ja auch nicht sofort wieder weiter düsen und ich somit noch pünktlich komme. Anfahrt hat auch relativ gut geklappt. Ich habe mich auch ein bisschen von meinen Navis verarschen lassen, sozusagen, beziehungsweise zwischendurch mal gewechselt und dann nicht gemerkt, dass er mir heimlich noch Autobahn reingedrückt hat, aber egal. Es war schon eine recht schöne Fahrt, die ich heute Morgen hatte. War jetzt oder bin jetzt schon ein bisschen was über 2 Stunden unterwegs. Und jetzt hoffe ich vor allen Dingen mal, dass ich den Standort vom Thomas richtig rausgesucht habe, weil ich kenne den ja eigentlich gar nicht. Ich war da noch nicht an dieser sagenumwogenen Werkstatt. Ich habe es mir sozusagen nur aus dem Ort, wo ich weiß, dass der Thomas herkommt, und seinen Videos und Google Maps so zusammengereimt, wo das Ganze liegen müsste. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich damit richtig lag. Ja, ich bresche jetzt mal dahin und dann gucken wir mal, ob es stimmt oder nicht. Soddele, jetzt wird's spannend. Habe ich die richtige Adresse rausgesucht oder nicht? Ich sehe hier zumindest schon mal die GT Matze. Ich habe gehört, hier findet ein Treffen für anonyme Motorradfahrer statt. Und weil das so gar nicht auf meinem Weg lag, dachte ich, ich komme mal vorbei. Einfach nur, damit du ein bisschen mehr fährst, oder was? Ha? Einfach, damit du länger fahren kannst. Ja. Ja, der Dotzer hat mich auf die dumme Idee gebracht. Wo er gemeint hat, ach, meine Anfahrt ist ja so kurz, da könnte ich ja nochmal einen Abstecher zu euch machen. So, ich habe keine Karte an, also muss irgendjemand so anders vor. Okay, okay. Ja, offensichtlich hat meine Wegfindung geklappt. Und jetzt haben wir uns so langsam auf den Weg gemacht. Im Prinzip fahre ich jetzt meine Strecke wieder rückwärts. Nur, dass ich jetzt dieses Mal mit Sicherheit keine Autobahn fahre. Das ist mir nämlich auf der Herfahrt passiert. Ich hatte zwischendurch dann umgeschaltet, weil ich nicht zu spät hier aufschlagen wollte, nicht, dass die Jungs schon wieder abgeritten sind, bevor ich ankomme. Deswegen hatte ich umgeschaltet auf schnellste Strecke.
Und da bin ich wieder mal in die Falle gelaufen, dass ja bei den TomToms irgendwie auf jeder Plattform das anders geht. Auf iOS, auf Android und im Rider 550. Und so bin ich drauf reingefallen, dass halt hier bei iOS kannst du da nur auf kürzeste Strecke runterschalten, aber nicht ausschalten, dass er Autobahn vermeiden soll. Und das habe ich nicht mitgeschnitten. Und dann hat er mich heute Morgen tatsächlich nochmal 50 Kilometer über die Autobahn geschickt. Ah, sehr ärgerlich, aber naja. Zumindest habe ich jetzt da auf der Fahrt, auf der Weiterfahrt, nichts großartig doppelt, weil man jetzt halt das, was ich eben gerade an Autobahn gefahren bin, jetzt so schön über die Käfer weiterfahren. Und an den Handbewegungen vom Thomas vorne erkenne ich auch schon, dass der sich wahrscheinlich im Moment auch ein bisschen ausgeklinkt hat und erstmal was schwätzt. Aber ich klink mich jetzt da mal so langsam wieder ein. Und ja, aufnehmen werde ich dann aber, glaube ich, jetzt da auf der Fahrt relativ wenig. Mal gucken. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh. Kanal 1. Egal. Oh. Normalerweise müsstest du nach vorne gehen, Matze. Und schon ja. Ist hier. Ja, dann lass mich mal. Dann fahr ich mal eben vorbei. Dann hol du die Steine ab. Nicht bei mir, nach vorne. Mir sollst du nicht auf den Sack gehen. Willst du noch eins Matze, weiter? Matze, hast du auch die. Du hast auch die Strecke laufen auf dem Navi. Nur als Track. Nur als Track, achso, weil normalerweise hättest du ja vorfahren können. Hey, nee, ich hab auf dem, ich hatte eigentlich nur mit Google nach hier hin navigiert, ne? Ja. Und den Rest habe ich einfach Kali Track lassen. Ja. Erster Tag JHV ist eigentlich erstmal fahrtechnisch für mich fast vorbei. Ich sagte, hä, wieso, du fährst doch gerade. Ich hatte mich ein bisschen vorher rausgeklinkt, beziehungsweise, na, komme ich später zu. Ich erzähle es euch dann gleich. Also, fangen wir lieber mal von vorne an. Heute Morgen, Freitag, wie gehabt, wieder zwei verschiedene Touren angeboten worden am Freitag. Ich bin beim Dotzer Michel mitgefahren, der ja übernommen hat für den Moto Holly, der gesundheitstechnisch dann die Tour nicht anführen konnte sozusagen, obwohl er ja hier Mitausrichter ist von der JHV dieses Jahr. Ja, ging schon mal gut los und das ist nämlich genau die Strecke, die wir jetzt hier gerade fahren.
Die hat mir heute Morgen so gut gefallen, dass ich jetzt da dachte, die muss ich euch noch mal ein Stück weit zeigen. Das Stück hier vielleicht jetzt gerade nicht, aber es kommt gleich. Ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Weil heute Morgen habe ich es natürlich mal wieder mehr drauf angelegt, meinen Spaß beim Fahren zu haben. Deswegen hatte ich die Kamera eigentlich gar nicht dran und bin einfach erstmal mitgefahren. Und ihr seht schon hier sowas. Oh, das sind ja so Späßchen, die ich leiden kann. Geile Aussicht, schönen Berg hoch, schöne Kurven. Das ging schon gleich richtig gut los. Im Großen und Ganzen auch, ja, eine richtig schöne Tour. Dieses Mal eher hier das Stück, das meine ich zum Beispiel. Jetzt da hier so schöne Kurven da rein und hier dann auch noch allerbester Teer in dem Moment. Schöner kann man es gar nicht erwischen und so ging das heute Morgen halt, wie gesagt, gleich los. Erster Stopp, den wir gemacht haben, bei einer Tropfsteinhöhle. Ich muss zugeben, ich war jetzt nicht drin. Da hatten wir unseren ersten Stopp, dann zweiter Stopp. Jetzt muss ich schon wieder überlegen. Habe ich schon wieder. Ach, bei einer Burg. Burg, auch schönes Teil. Und dann ging es zum gemeinsamen Essenstreffpunkt. Und auf dem Weg haben wir, ihr seht das vielleicht auch noch ein bisschen, tatsächlich dann auch mal eine kleine Packung gekriegt. War echt ein bisschen blöd. Ja, es war so kurz, dass wir es noch nicht mal geschafft haben, irgendwo eine Unterstellmöglichkeit zu finden. Und ich hatte ja meinen Regenkombi sogar dabei, den ich mir ausgeborgt hatte. Aber es war heftig genug, dass wir erstmal quackenass waren. Also Mist. Ja, zum größten Teil haben wir uns aber dann doch schon wieder trocken geföhnt kriegt auf dem Weg zum Mittagessen. Das war dann wirklich so getimt, dass beide Gruppen gleichzeitig dann angekommen waren oder na, fast gleichzeitig bei einem gegenüber Kloster Schönau war das, glaube ich. Ich blende es im Zweifelsfall hier ein und da, wie gesagt, zusammen Mittagessen und da ich jetzt dann ja sowieso schon so ein bisschen immer noch nass war und ja, immer noch der Punkt bei mir auf der Liste stand, dass ich endlich mal die Grom vom Philtonic fahren wollte, hat sich das halt angeboten. Da haben wir zwei uns dann nach dem Mittagessen ausgeklinkt und ja, dann bin ich erstmal die Grom gefahren und der Phil hatte noch mal eine Chance, meine Monster zu fahren. Hat er ja eigentlich schon mal, als ich bei ihm unten im Spessart war. Allerdings hatte seine Kamera auch nicht funktioniert, von daher hatte er heute sozusagen auch die Chance, da noch mal ein bisschen was nachzuholen. Ja, und ich kann nur immer wieder zwischendurch sagen, echt schöne Sache hier. Also Tour, schöne Berge, Kurven, alles was man so als Mopedfahrer sucht, wird hier geliefert. Echt schöne Sache. Ja, und so waren wir jetzt dann halt ein bisschen eher am Hotel. Und ihr seht schon, selbst jetzt wieder 27 Grad. Für morgen ist dann doch trotzdem Regen angesagt. Mal gucken, wie es wird. Weil rein von der Temperatur her hatte ich halt jetzt wirklich nur hier die Sommerklamotten in Anführungszeichen mitgenommen. Mit null Regentauglichkeit. Hab wie gesagt den Regenkombi dabei, aber in der Kombination mit an die 30 Grad macht der halt auch nicht wirklich Spaß. Mal schauen, wie ich es dann morgen löse. Jetzt habe ich sozusagen die Gelegenheit genutzt, dass ich so früh wieder zurück war. Habe meinen Rucksack nochmal ausgeleert, habe mir hier den Anfang von der Tour heute Morgen nochmal geschnappt und werde dann jetzt irgendwann zwischendurch wieder links abbiegen und mir einfach noch was zu trinken kaufen, weil das hatte ich heute definitiv zu wenig dabei. Da muss ich mal ein bisschen gucken. Werde dann noch irgendwas einkaufen, aber das Stück, das wollte ich jetzt noch mal fahren. Dazu vielleicht noch, heute auf der Tour waren wir, weiß gar nicht, 8 bis 10 Motorräder, glaube ich, in unserer Gruppe. Und waren auch 225er dabei, unter anderem halt der Phil mit seiner Grom. Und dann Mr. B, Junior würde ich jetzt fast sagen, mit seiner 125er. Und trotzdem hat das echt gut gelaufen. Also ich habe jetzt nichts vermisst. Ich meine, klar war ich jetzt, wo ich allein gefahren bin, ein Ticken schneller unterwegs. Aber so
wie gesagt, bei der Tour ist es jetzt gar nicht so aufgefallen. Da ist halt wichtig, die langsam wirklich vorne hinter den Guide, dass der A seine Geschwindigkeit ein bisschen anpassen kann. Und zum anderen ist es ja immer so, dass hinten die eigentlich schneller fahren müssen. Viele, die langsam fahren und in der Gruppe mitfahren, denken sie immer, ich hänge mich lieber hinten an, aber das ist halt grundsätzlich falsch. Weil im Zweifelsfall ist es nur einmal irgendwo an der Kreuzung stehen oder irgendwas oder einmal nicht ein bisschen länger gucken, dann ist das abgerissen und dann müssen die von hinten ja wirklich Gas geben können, dass sie wieder aufschließen können. Und das ist auf jeden Fall was für die Leute, die schneller fahren. Und wenn man dann sich halt schon relativ weit hinten ansortiert bei sowas, dann kriegt man diese 80 bis 100, die vorne fahren, eigentlich gar nicht so mit, weil man ständig irgendwie durch irgendwas wieder am Aufholen ist. Also, wie gesagt, von der reinen Fahrerei her fand ich es einwandfrei. Tja, bevor ich jetzt mir den Mund noch komplett trocken rede, höre ich einfach mal aus. Ich denke mal, für die Zusammenfassung vom ersten Tag darf es das mal gewesen sein. Und das geht dann wahrscheinlich für mich nahtlos weiter oder für euch nahtlos weiter gleich mit dem Bericht vom zweiten Tag. Für mich steht er jetzt da noch an. Ich nehme noch hier ein paar Kurven mit, bevor ich dann wieder anfange abzubiegen und irgendwo einen Laden zu finden, wo ich mir ein bisschen was zu trinken besorgen kann. Kleinerer Zeitsprung. Ich bin wieder schon längst wieder zu Hause, aber ich will jetzt endlich mal mein Video zur JHV fertig bringen. Eigentlich hatte ich das schon gemacht auf der Rückfahrt sozusagen, aber mal wieder technische Probleme. Welcher Art, sage ich dann nachher noch. Auf jeden Fall war der Ton mal wieder weg. Und deswegen nutze ich jetzt hier heute mal das schöne Wetter noch, fahre eine Runde und erzähle euch mal noch vom Rest. Und Bildmaterial habe ich noch ein bisschen von der Rückfahrt, von daher kann ich euch das dann auch einblenden. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum hier der Ton teilweise nicht zum Bild passt. Gut, wir sind also gedacht an dem Sonntag, dem letzten Tag von der JHV, im Prinzip einfach die Heimfahrt, wobei er dann jetzt schon sagen müsste, wie Sonntag. Was ist mit dem Samstag? Ja, der Samstag war, was Videoaufnahmen angeht, komplett ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da hat es dann mal ordentlich geregnet, würde ich mal sagen. Wobei wir eigentlich Samstag besser weggekommen sind als an dem Freitag, wo wir ja nur so einen ganz kleinen Schutt hatten, aber das halt unpraktischerweise kurz vor der Mittagspause und unpraktischerweise so kurz knapp, dass wir uns gar nicht in die Regenklamotten pellen konnten. Das heißt, wir saßen dann halt schlicht und ergreifend ziemlich angepisst sozusagen in der Mittagspause. Das war echt ein bisschen ätzend, aber naja, was will man machen? So, aber was war jetzt da an dem Samstag dann besser, wenn ich sage, es hat eigentlich mehr geregnet? Na gut, das Timing war schlicht und ergreifend besser. An dem Samstag war es dann wirklich so, es hat sich so angekündigt, oh, gleich geht's los. Also wir sind eigentlich im Trockenen noch losgefahren, dann ging es aber, hat sich schon angedeutet, dass es gleich losging und wirklich im passenden Moment haben wir auch eine Möglichkeit gefunden abzufahren. Da war so eine Bushaltestelle, die wirklich sogar noch mal von der Straße abging und so einen kleinen Wendehammer. Also an den Mann raus, in die Regenklamotten rein und dann gefahren. Und von daher ist es dann halt schon halb so wild, wenn du zumindest unten drunter trocken bleibst. Es war trotzdem natürlich schade von der Fahrerei her, weil die Gegend super schön. Also da waren wirklich tolle, tolle Sachen dabei. Da unten zum Fahren muss ich wohl dann noch mal im Trockenen machen irgendwann. Ziel war ja an dem Samstag dann, an der gemeinsamen Tour Rothenburg ob der Tauber. Und da war ich ja gerade sozusagen erst gewesen, in Anführungszeichen gerade erst gewesen, auf meiner Monkey Island Tour, weil da ja dieser eine
Platz ist, der so aussieht wie in dem Spiel Monkey Island, die eine Stelle. Von daher kannte ich das schon, da hatten wir dann halt auch Mittagspause gemacht. Und vorgesehen war dort halt ein längerer Stopp als Möglichkeit, sich halt auch mal die Stadt ein bisschen anzugucken. Bis wir dort angekommen sind, hat es auch eigentlich dann gerade erst mal wieder aufgehört zu regnen. Ich habe mich dann halt wieder entschlossen, dass ich mich frühzeitig sozusagen ausklinke und schon weiterfahre, weil, naja, wie gesagt, ich war ja gerade erst da gewesen, hatte mir das angeguckt und das hat mir auch sozusagen gereicht in Sachen angucken. Von daher wollte ich dann weiterfahren und habe mir aber auch die geplante Route sozusagen genommen zum Weiterfahren. Bin dann eher hergegangen und habe mir noch einen zusätzlichen Wegpunkt 1-2 reingestreut, um das Ganze noch ein bisschen zu verlängern. Und passend zu dem Moment, wo ich gerade wieder losfahren wollte, fing es auch wieder an zu regnen. Und das auch richtig ordentlich eigentlich. Dann war es wieder nach ein paar Kilometern so weit, dass ich gedacht habe, oh, hier jetzt Regenkombi ist von außen wieder trocken, den können wir, glaube ich, jetzt mal ausziehen und wegpacken. Wupp, ging es wieder von vorne los. Und so eigentlich die komplette Tour, den kompletten Tag am Samstag. Und trotz alledem, trotz Regen, habe ich, wie gesagt, mir noch ein paar Kilometer dazu gepackt. Also ich glaube, ursprünglich war die Route geplant mit 280 Kilometer oder so. Und ich bin dann, weiß gar nicht, 330, 340 oder sowas, wo ich wieder am Hotel war. Und das Faszinierende habe ich jetzt ja, glaube ich, mittlerweile dann schon erzählt bei meinem 100.000 Kilometer Video von hier von der Diva. Trotz des schittrigen Wetters war ich ja total glücklich, weil die lief wie am Schnürchen. Also nichts mehr von diesen alten Problemen, wenn es nass war, dass er anfängt da rumzukotzen oder sowas. Hat gelaufen wie ein Uhrwerk. Von daher war ich trotz des totalen Süffwetters echt glücklich gewesen. Hat mir totalen Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Strecken an sich super geil, super schöne Sachen. Da immer schön irgendwelche Tälchen am Fluss entlang und sowas. Also ich fand es super, super geil. Im schönen Wetter wäre es natürlich noch eine ganze Ecke besser gewesen. Ja, und genau dieser Regen war letztendlich dann auch dafür verantwortlich, dass ich halt an dem, an dem Sonntag bei der Heimfahrt wieder Probleme mit dem Ton hatte. Und das, obwohl ich ja die Kamera an dem Samstag nicht einmal dran hatte. Ja. Die war die ganze Zeit im Rucksack, den hatte ich. Ich hatte zwar das ganze Kamerageraffel dabei, aber ich hatte es nicht einmal an Helm montiert, ans Motorrad montiert oder irgendwas. Das war komplett im Rucksack gewesen. Und der Rucksack hatte eigentlich auch eine Regenhaube drüber. Den stelle ich dann demnächst noch mal vor, bin ich eigentlich soweit zufrieden mit. Ich weiß letztendlich auch nicht, ob jetzt da wirklich das einfach zu viel nass war für diese Regenhaube beim Rucksack. Meine Vermutung ist aber sogar eher, meine Kiste spritzt mich ja von hinten komplett nass, wenn es richtig regnet. Das heißt, ich sehe es dann immer hinten am Helm, die ganzen Spritzer dran und letztendlich läuft mir das dann halt hinten am Helm, hinten an der Jacke runter. Und ich gehe eher davon aus, dass es halt sozusagen das Wasser war, das dann halt bei mir am Rücken runtergelaufen ist und sozusagen auf die Rückseite vom Rucksack, also zwischen Jacke und Rucksack, gelaufen ist und dort dann halt wirklich vom Rucksack regelrecht aufgesaugt worden ist. Und das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ich habe den Rucksack einfach so, wie er war, abends da liegen lassen. Habe halt alle anderen Klamotten so ein bisschen getrocknet, hauptsächlich meine Handschuhe. Die haben halt aus dem Regenkombi rausgeguckt, die waren quacknass. Die Schuhe waren ziemlich nass. Das hatte ich halt sozusagen mir ein bisschen zugesehen, dass ich es trockne, dass ich es irgendwo lüfte. Aber den Rucksack habe ich mit keinem Deut gedacht. Und als ich den dann sonntags morgens aufgemacht habe, habe ich halt gemerkt, wie auch innen drin diese ganzen Schaumstoff-Trennwände sozusagen so richtig feucht waren. Und deswegen, ich glaube, das war sogar schlimmer, als wenn die Kamera so richtig nass geworden wäre. Ja.
sondern so waren die ganzen Kameras, die ganzen Mikrofonadapter, alles war halt in dieser komplett feuchten Luft in dem Rucksack eingesperrt. Und das war, glaube ich, noch eine ganze Ecke schlimmer. Ich habe es dann schon beim Losfahren gemerkt, weil meine App mir hier halt nicht angezeigt hat, dass es das Mikrofon erkannt hat. Ab und zu ging es dann mal, aber dann nicht zuverlässig. Lustigerweise an der einen Stelle dachte ich, es geht nicht. Habe deswegen nichts erzählt, da hat es eigentlich aufgenommen. Dann hatte ich noch mal angehalten, habe irgendwie gesehen, dass es hier angezeigt wird kurz. Dann habe ich was erzählt und das war, wie gesagt, nett aufgenommen. War auf jeden Fall kacke, ging nichts mehr. Aber kaputt ist es nicht, weil dasselbe Mikrofonadapter habe ich jetzt da gerade wieder in Betrieb. Also nachdem dann alles wirklich wieder getrocknet war, funktioniert auch alles wieder. Und es war halt auch so richtig interessant. Also teilweise hat dann das Mikrofon so oder das Adapter so ausgesetzt, da gab es dann so ein Piepston, alle Sekunde abwechselnd links, rechts, ja. Statt Aufnahmeton vom Mikrofon kam nur so ein Piep, 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 immer links und rechts, also das hatte richtig Feuchtigkeit abgekriegt, war halt ein bisschen durch den Wind. Ja, und deswegen dann halt jetzt da sozusagen hier meine Nachaufnahme nochmal mit den ganzen Sachen, die sozusagen passiert sind. Sonntag ansonsten die Heimfahrt, habe ich es nochmal schön laufen lassen, war wieder bestes Wetter, seht ihr ja hier in den Aufnahmen, super schön, bin ich dann halt in einem Ruck zwar bis nach Hause gefahren, habe aber noch ein paar Kurven mitgenommen auf dem Weg, echt schöne Sache, Wochenende war wieder tolle Sache, ein paar von den Kollegen treffen, schnacken abends, gut gegessen, lange geschwätzt, wie gesagt, das ist schon immer recht lustig und es hat sich auch gleich schon jemand hervorgetan, der die nächste JHV organisieren will, so ein bisschen und es ist mal eine Abwechslung, bis jetzt haben wir uns ja wirklich immer relativ in der Mitte von Deutschland aufgehalten, es kam immer mal Sprüche, ich weiß nicht, ob das teilweise nur so ein bisschen rumgealber war, aber unser Kollege Holt hat sich jetzt ist gleich vorgeprescht und hat jetzt mal klar gemacht, dass die JHV 2023 am Wannsee stattfindet. Also dürfen diesmal mal andere Leute ein bisschen weiterfahren, inklusive mir selber. Dafür hat unsere Mannschaft oben aus dem hohen Norden mal ein leichtes Spiel. Ich bin schon mächtig gespannt. Hat, wie gesagt, dieses Jahr wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr auch, wenn das Wetter wieder schön mitspielt und hoffentlich vielleicht sogar ein bisschen trockener ist. Also im Großen und Ganzen immer wieder eine schöne Aktion und ein paar schöne Kilometer zum Fahren. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein für mich und das Video zur JHV 2022. Ich hoffe trotzdem, kleinen Holpern und Aussetzern wieder, was trotzdem ein bisschen unterhaltsam für euch. Ja, und mir bleibt damit wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.